Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wie Sie wissen, halten wir in der Kirche Gottes die jährlichen Festtage Gottes ein. Und in dieser Woche, genau genommen am folgenden Samstag, findet der Versöhnungstag statt. Nun, der Versöhnungstag ist einer der sieben Festzeiten, die in der Bibel beschrieben stehen, die auch für heute noch gültig sind. Mir ist bewusst, dass einige oder sogar auch viele Juden zumeist, meist manchmal auch andere, weitere Festtage hinzugefügt haben. Aber diese Festtage finden sich nicht als befohlen in der Bibel. Es gibt nur sieben Festtage, Festzeiten, die in der Bibel erwähnt werden. Und die finden sich im dritten Buch Mose. Und zwar im 23. Kapitel. Und die werden auch alle wieder im Neuen Testament erwähnt. Aber im dritten Buch Mose, Kapitel 23, werden alle diese Festtage aufgeführt. Und das fängt dann zum Beispiel mit dem Passa an, den Tagen der ungesäuerten Brote. Dann wird das Pfingstfest erwähnt, das Posaunenfest, das wir ja gerade gehalten haben, der Versöhnungstag, das Laubhüttenfest und der letzte große Tag. Sieben heilige Tage und Festzeiten. Nun, ich muss gleich zu Anfang Ihnen mitteilen, dass diese Predigt heute die letzte Predigt sein wird für zwei oder drei Wochen, weil wir nämlich alle dann in der Zwischenzeit das Laubhüttenfest halten werden. Wir hier in Amerika, in Kalifornien, in England wird es zum Beispiel in North Wales gehalten. Und nachdem wir aber zurückgekommen sind dann von dem Laubhüttenfest, dann werden wir weiter Ihnen Predigten präsentieren. Aber ich möchte heute auf den Versöhnungstag eingehen, aber gleichzeitig auch auf eine andere und damit verbundene Situation. Ich habe ja in der letzten Predigt über die Warnung Gottes gesprochen. Nun, eine Warnung ist eigentlich wenig sinnvoll, wenn nicht gleichzeitig auch ein Ausweg gezeigt wird. Und heute geht es mir darum, Ihnen diesen Ausweg zu präsentieren. Schauen Sie, als damals der Jona nach Ninive geschickt wurde, da hat Gott ihn verkünden lassen, dass in 40 Tagen Ninive zerstört werden würde. Nun, der Jona, der wollte ursprünglich das nicht verkünden, Sie kennen ja die Geschichte, aber gleichwohl hat er es am Schluss dann doch getan und die Niniviten bereuten. Sie bereuten, wie sie gelebt hatten, wer sie waren, was sie waren und sie änderten ihre Lebensweise. Und als eine Konsequenz hat Gott dann von der Vernichtung der Stadt damals abgesehen. Nun, letztendlich würde die Stadt doch noch vernichtet werden, aber später, als eine neue Generation heraufkam, die sich nicht mehr an die Reue der Väter orientiert hatte. Wir wissen heute, dass die modernen Nachfahren der Assyrer, und Ninive war ja die Hauptstadt des Assyrischen Reiches, die deutschstämmigen Völker sind, also Deutschland, Österreich, andere deutschsprachige Völker. Es ist interessant, dass wenn es um eine Stadt geht, um ein Land geht, es nur ein einziges Land gab, von dem die Bibel berichtet, dass es einmal bereut hat und aufgrund dieser Reue zunächst einmal eine Vernichtung verhindert hat. Und das waren in der Tat die alten Assyrer. Nun, ich hoffe, dass die Warnung, die in der letzten Predigt ausgesprochen wurde, die ja auch an die Assyrer erging, die modernen Assyrer, vielleicht doch gewisse Wirkungen haben wird, zumindest bei einigen. Aber heute geht es mir nicht so sehr um die Warnung, sondern um die Hoffnung, die Gott uns bietet. Und der Versöhnungstag, richtig verstanden, präsentiert uns diese Hoffnung, die einzige Hoffnung, die es für den Menschen geben kann. Schauen wir uns einmal 3. Buch Mose Kapitel 23 näher an. Und zwar angefangen in Vers 26, wo der Versöhnungstag beschrieben wird. Da wird klar und deutlich gesagt, denn dies ist ja ein heiliger, jährlicher Sabbat. Da sollt ihr keine Arbeit tun. In Vers 25 heißt es hier, da sollt ihr keine Arbeit tun. Nun, das geht zurück auf den Posaunentag, auf das Posaunenfest, aber wie wir sehen werden, bezieht sich dies auch auf den Versöhnungstag. In Vers 26. Der Herr redete mit Mose und sprach, am 10. Tage in diesem 7. Monat ist der Versöhnungstag. Da sollt ihr eine heilige Versammlung halten. Wie also auch am wöchentlichen Sabbat soll man sich auch am Versöhnungstag mit Gleichgesinnten versammeln. Wenn man das noch nicht kann, dann sollte man den Versöhnungstag zu Hause begehen und zwar hoffentlich anhand Predigten wie dieser. Und da heißt es hier, und ihr sollt fasten. Auch das ist eine Anordnung der Bibel,
Der Versöhnungstag ist der einzige von Gott vorgeschriebene Tag, an dem man fasten muss. Und Fasten bedeutet, keine Nahrung zu sich zu nehmen, keine Flüssigkeit zu sich zu nehmen, während des Versöhnungstages, der ja in diesem Jahr am Freitagabend mit Sonnenuntergang beginnt und bis Samstagabend Sonnenuntergang währt. Nun, es gibt Ausnahmen für diejenigen, die medizinisch gesehen vielleicht zum Beispiel Flüssigkeit zu sich nehmen müssen, aber grundsätzlich soll man an diesem Tage fasten. Und es heißt hier, und ihr sollt dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Nun, wie wir noch sehen werden, sind die Opfer, die damals erbracht wurden, wie zum Beispiel Tieropfer, heute zur Zeit nicht gültig, nicht erforderlich. Aber gleichwohl besteht das Prinzip, wie auch andere Stellen uns dies sagen, dass man am Versöhnungstag, wie an allen jährlichen Festtagen Gottes, ein Opfer erbringen soll. Heute erbringen wir ein Opfer in Form einer Geldspende. Wir nehmen kein Opfer während der wöchentlichen Sabbate auf, davon sagt die Bibel nichts. Aber wenn es um die jährlichen Festtage geht, soll an diesen Tagen ein Opfer erbracht werden. Vers 28. Und ihr sollt keine Arbeit tun an diesem Tage, denn es ist der Versöhnungstag, dass ihr, schauen Sie, entsühnt werdet vor dem Herrn, eurem Gott. Und dann heißt es in Vers 17 von Kapitel 16. Kehren wir zu 3. Mose 16 zurück und schauen wir uns Vers 17 an. 3. Mose 16 und Vers 17. Da heißt es, kein Mensch soll in der Stiftshütte sein, wenn er hinausgeht, Sühne zu schaffen im Heiligtum, bis er herauskommt. So soll er Sühne schaffen für sich und sein Haus und die ganze Gemeinde Israel. Das war eine Vorschrift, die am Versöhnungstag durchgeführt wurde, eine rituelle Vorschrift, die aber sehr wichtige und weitreichende Bedeutung für uns hat. Schauen Sie, der Versöhnungstag gilt hauptsächlich für die ganze Gemeinde. Also nicht nur individuell und persönlich, sondern für das ganze Volk, die ganze Gemeinde Israel. Wenn wir uns den Heilsplan Gottes anschauen, dann verstehen wir, dass das Passa eine individuelle Vorschrift ist. Mit anderen Worten, wenn jemand heute den Heiligen Geist Christi und Gottes des Vaters hat, und den kann man nur dadurch erhalten, dass man sich zunächst einmal abkehrt von seinen falschen Wegen, dass man bereut, was man getan hat und wer und was man ist, nämlich diese fleischliche Natur, die dem Gesetz Gottes nicht untertan sein kann. Wenn man das ablegt und wenn man an das Opfer Jesu Christi glaubt, über das wir noch sprechen werden, der gestorben ist, damit wir Vergebung unserer Sünden haben können. Und wenn wir uns dann als Erwachsene taufen lassen, und zwar in richtiger Weise, von den richtigen, dazu ordinierten Geistlichen, die uns dann auch die Hände auflegen nach der Taufe, um den Erhalt des Geistes Gottes bitten, dann erhält man Gottes Geist und ist von daher dann befugt und berechtigt und verpflichtet, das Passa zu halten. Die Bibel zeigt uns deutlich, dass niemand das Passa halten sollte, der den Heiligen Geist noch nicht hat. Dieses Passa symbolisiert die Tatsache, dass wir jetzt Teil sind, gezeugte Mitglieder sind der Familie und der Familie Gottes. Aber die meisten Menschen sind heute dazu noch nicht berufen. Die meisten Menschen heute haben diese Gelegenheit noch nicht, werden sie aber erhalten, wenn Jesus Christus zurückkommt. Und wenn wir jetzt im Heilsplan Gottes vorschreiten, dann wird uns der Versöhnungstag präsentiert. Der Tag, an dem Christus, Satan, von seinem Thron stürzen wird, wenn er, Christus selbst, den Thron übernehmen wird und dann über die Erde herrschen wird. Zurzeit herrscht Satan auf dem Thron. Wir wissen dies, Satan ist der Herrscher dieser Welt, aber nicht mehr für allzu lange. Und wenn Christus zurückkommt und wenn Satan weggetrieben werden wird, dann wird das erfüllt werden, was der Versöhnungstag repräsentiert. Eine Versöhnung wird stattfinden zwischen Gott und allen Menschen. Dann, das ist heute noch nicht der Fall, dann wird der Zeitpunkt gekommen sein, wenn alle Menschen berufen werden zum Heil. Und Satan, derjenige, der uns alle davon abhalten will, dass man diesen Weg geht, der wird dann nicht mehr in der Lage sein, die Menschen zu verführen. Er wird, wie die Bibel uns sagt, während des Millenniums in einem Gefängnis sein, nicht mehr in der Lage sein, die Menschheit zu verführen. Schauen Sie, das ist Teil des Versöhnungstages, der, wie gesagt, hauptsächlich sich auf die Gemeinde bezieht, das gesamte Volk, die gesamte Welt. Aber wie wir noch sehen werden, hat der Versöhnungstag sehr wohl große Bedeutung, auch für uns heute individuell.
Aber lesen wir weiter in Vers 30 im gleichen Kapitel. Denn an diesem Tage geschieht eure Entsühnung, dass ihr gereinigt werdet von allen euren Sünden, werdet ihr gereinigt werden vor dem Herrn. Und Vers 34, das soll euch eine ewige Ordnung sein, dass ihr Israel einmal im Jahr entsühnt wegen aller seiner Sünden. Es geht also um Israel, um eine Nation, aber wir sind ja heute auch, wie ich dies bereits schon ausgeführt habe, das geistliche Israel. Die Kirche Gottes ist das geistliche Israel. Auch wir sollen diesen Tag nach wie vor halten und uns der Bedeutung bewusst sein. Das Passa steht für unsere Sündenvergebung. Die Tage der ungesäuerten Brote stehen dafür, dass wir vollends aus der Sünde herauskommen sollen. Können es aber nicht alleine. Deswegen brauchen wir den Heiligen Geist. Und das wird am Pfingstfest symbolisiert. Wenn es dann auf das Posaunenfest zusteuert, bedeutet dies die Wiederkunft Christi. Und der Versöhnungstag, der dann natürlich für die gesamte Menschheit von großer Bedeutung ist, erinnert uns auch daran, dass wir nach wie vor diese Versöhnung brauchen. Denn auch wir sind nach wie vor nicht sündenlos. Es gibt niemanden, der heute nicht sündigt, selbst wenn er ein bekehrter Christ ist. Und so brauchen wir nach wie vor diese Versöhnung, diese Vergebung von Sünde, die von dem Versöhnungstag symbolisiert wird. Schauen wir uns 2. Buch Mose Kapitel 30 an. 2. Buch Mose Kapitel 30 und lesen wir die Verse 14 bis 16. Nun, als ich diese Predigt vorbereitete, und zwar sowohl in deutscher Sprache als auch in englischer Sprache, ich werde die gleiche Predigt auch hier in Amerika geben, am kommenden Sabbat, am Versöhnungstag, da stellte ich fest, wie unterschiedlich doch die Übersetzungen mitunter sein können. Die deutsche Übersetzung und die englische Übersetzung im Hinblick auf das, was das Hebräische und das Griechische wirklich sagen. Und ich stellte fest, dass, wenn wir nachher uns die neutestamentlichen Schriftstellen anschauen, die deutsche Bibel durchweg es richtiger hat als die englische. Aber wenn wir uns die hebräischen Schriftstellen im Alten Testament anschauen, die englischen Bibeln es durchweg richtiger haben als die deutschen. Und ich werde auf diese Unterschiede hinweisen. Also zunächst einmal jetzt 2. Buch Mose Kapitel 30, angefangen Vers 14. Da heißt es, wer gezählt ist von 20 Jahren an und darüber, der soll diese Opfergabe dem Herrn geben. Der Reiche soll nicht mehr geben und der Arme nicht weniger als den halben Taler als Opfergabe für den Herrn zur Sühnung für euer Leben. Vers 16. Und du sollst solches Sühnegeld nehmen von den Israeliten und es zum Dienst an der Stiftshütte geben, dass es sei für die Israeliten zum gnädigen Gedenken vor dem Herrn zur Sühnung für euer Leben. Hier wird also auch von einer Sühnung gesprochen. Wir hatten ja gesehen, dass am Versöhnungstag das Volk entsühnt werden sollte. Die Menge-Übersetzung schreibt hier zur Deckung eures Lebens. Und das ist eigentlich eine sehr richtige Übersetzung, denn der Versöhnungstag beschreibt eine Deckung. Die Idee ist, die Sünden werden bedeckt. Mit anderen Worten, ein Weg wird geschaffen, dass diese Sünden nicht mehr vor den Augen Gottes existieren, sondern sie werden vor den Augen Gottes in diesem Sinne bedeckt. Aber die englischen Bibeln haben es noch besser. Die schreiben nämlich hier, dass eine Versöhnung für euch stattfindet. Und so heißt es auch richtig übersetzt im Hebräischen. Es ist das gleiche Wort oder ein verwandtes Wort, das auf den Versöhnungstag Anwendung findet. Also hier mussten die Israeliten eine Opfergabe bringen und jeder musste dies tun, um Versöhnung zu erwirken, um am Leben zu bleiben. Physisch gesehen, damals, ganz physisch gesehen, um sein physisches Leben zu behalten. Schauen Sie, als damals die Israeliten schwer sündigten gegen Gott, als der Mose auf dem Berg war, da hatten die ja ihr Vertrauen verloren und haben dann begonnen, sich ein goldenes Kalb zu schaffen. Und haben dann sehr gegen Gott gesündigt und Gott war sehr zornig darüber und sagte sogar, dass er das gesamte Volk vernichten wolle. Schauen wir uns an in 2. Buch Mose Kapitel 32, angefangen in Vers 30, was hier geschah. 2. Buch Mose 32 und in Vers 30. Am nächsten Morgen
sprach Mose zum Volk: Ihr habt eine große Sünde getan. Nun will ich hinaufsteigen zu dem Herrn, ob ich vielleicht Vergebung erwirken kann für eure Sünden. Oder für eure Sünde. Nun auch hier wiederum heißt es im Englischen, ob ich vielleicht eine Versöhnung bewirken kann für euch. Und als nun Mose wieder zu dem Herrn kam, da sprach er: Ach, das Volk hat eine große Sünde getan und sie haben sich einen Gott von Gold gemacht. Vergib ihnen doch ihre Sünde, wenn nicht, dann tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Mose spricht hier von dem Buch des Lebens. Und unsere Namen befinden sich in diesem Buch. Und solange, wie sich unsere Namen, diejenigen, die in diesem Leben berufen sind, solange, wie sich dieses Buch oder vielmehr unsere Namen in diesem Buch befinden, solange haben wir die Garantie auf das ewige Leben. Und Mose war bereit, sein ewiges Leben hinzugeben für die Israeliten, damit die am physischen Leben weiter teilhaben könnten. Was für eine wunderbare Einstellung. Aber Gott machte natürlich deutlich, dass das so nicht klappt. Und er sagte dann: Der Herr sprach zu Mose in Vers 33, ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir sündigt, und zwar kontinuierlich, in widerspenstiger, rebellischer Weise. Gott spricht hier über die unvergebbare Sünde. Nur wenn die begangen wird, dann wird nämlich unsere Namen aus dem Buch des Lebens getilgt. So geh nun hin, sagt er in Vers 34, und führe das Volk, wohin ich dir gesagt habe, siehe, mein Engel soll vor dir hergehen, ich werde aber ihre Sünde heimsuchen, wenn meine Zeit kommt. Weil nämlich hier keine Reue des Volkes existierte. Und schauen Sie, wir können nicht für andere bereuen. Wir können auch nicht andere zur Bekehrung bringen. Einige, die vielleicht noch neu sind in der Wahrheit, weil sie jetzt diese Wahrheit erkannt haben, meinen, sie müssten auch anderen jetzt diese Wahrheit beibringen. Und ich habe vor einiger Zeit eine Predigt gegeben mit dem Titel Bekehrung anderer. Und die findet sich auf unserer Webseite unter Video im Jahre 2009. Und hören Sie sich bitte diese Predigt einmal genau an, wenn Sie diese Fragen haben. Was muss ich tun, um andere die Wahrheit zu erklären? Die Antwort ist nichts. Die Antwort ist, tun Sie es nicht. Die Antwort ist, warten Sie, bis Sie jemand fragt. Und dann geben Sie dann dieser Person, die es wirklich wissen will, eine Antwort. Aber gehen Sie nicht aus, um andere bekehren zu wollen. Das würden Sie nie können. Sie werden sich dadurch nur Elend und Leid zufügen. Die Kirche Gottes hat heute die Verpflichtung, durch die ordinierte Predigerschaft das Wort Gottes in aller Welt zu verkündigen. Aber selbst da nur zu einem Zeugnis. Zu einem Zeugnis. Gott ist derjenige, der einen dann bekehren muss und bekehren kann, wenn diese Person auf die Bekehrung, auf den Ruf Gottes eingeht. Nun, schauen wir uns jetzt einmal 3. Buch Mose Kapitel 1 an. 3. Buch Mose Kapitel 1, angefangen in Vers 3. Hier geht es um das rituelle Opfergesetz, das, wie wir noch sehen werden, heute nicht mehr gültig ist. Aber damals war es gültig und es hatte natürlich sehr viele symbolische Bedeutungen. Und schauen wir uns diese Bedeutungen einmal näher an hier. Einige dieser Bedeutungen. In 3. Mose Kapitel 1, angefangen in Vers 3. Will er ein Brandopfer darbringen von Rindern, so opfere er ein männliches Tier, das ohne Fehler ist, vor der Tür der Stiftshütte, damit es ihn wohlgefällig mache vor dem Herrn, und lege seine Hand auf den Kopf des Brandopfers, damit es ihn wohlgefällig mache und für ihn Sühne schaffe. Für ihn Sühne schaffe. Auch hier wiederum heißt es im Englischen, um für ihn Versöhnung zu bewirken. Es geht hier darum, dass durch diese Tieropfer zu einem gewissen Grade eine Versöhnung mit Gott hergestellt wurde, aber nicht die Versöhnung, von der ich heute hauptsächlich sprechen will. Da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Aber lesen wir auch in Kapitel 4 und Vers 20. Da heißt es, er soll mit dem Stier tun, wie er mit dem Stier des Sündopfers getan hat. Und so soll der Priester die Sühnung für sie vollziehen und ihnen wird vergeben. Auch hier wiederum im Englischen, der Priester wird eine Versöhnung herbeiführen. Und dann wird ihnen vergeben. Aber auch diese Vergebung, die durch die Tieropfer hervorgebracht wurde, und das ist sehr wichtig zu verstehen, brachte nicht die Vergebung hervor, von der wir heute sprechen wollen, die Vergebung der Sünde, die damit die Todesstrafe negiert. Das war nicht Funktion der Tieropfer. Es wird hier von Vergebung gesprochen. Wir müssen verstehen, was für eine Art von Vergebung damit gemeint war.
Schauen wir uns 5. Buch Mose, Kapitel 21 an. 5. Buch Mose, Kapitel 21. Ich spreche heute von der einzigen Hoffnung der Menschen. Und diese einzige Hoffnung wurde nicht und wird nicht durch Tieropfer herbeigeführt. 5. Buch Mose, Kapitel 21, die Verse 8 und 9. Entsühne dein Volk Israel, das du, der Herr, erlöst hast. Lege nicht das unschuldig vergossene Blut auf dein Volk Israel. So wird für sie die Blutschuld gesühnt sein. So sollst du das unschuldig vergossene Blut aus deiner Mitte wegtun, damit du handelst, wie es recht ist vor den Augen des Herrn. Es geht hier um einen Mord, der nicht aufgeklärt werden konnte. Man hatte den Täter nicht. Aber Gott sagte gleichwohl, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll vergossen werden. Und das Blut von unschuldig Ermordeten, das schreit auf zu mir gen Himmel. Und so musste hier eine Sühnung für das Land erbracht werden und für das Volk, dem das Land gehörte. Was für eine andere Einstellung haben wir heute, wo wir also mehr oder weniger gar nicht uns darum kümmern, wie viele Morde in unseren Städten, in unseren Nachbarschaften sogar existieren. Aber hier wird jetzt von Entsühnung gesprochen. Auch hier heißt es wiederum im Englischen und im Hebräischen, dass eine Versöhnung stattfinden musste nun zwischen dem Volk und dem Land, wo der unaufgeklärte Mord stattgefunden hatte, und Gott. Schauen Sie, das Blut, das auf einem Lande vergossen wird, muss gesühnt werden. Eine Versöhnung wiederum mit Gott muss stattfinden. In 5. Buch Mose Kapitel 32 lesen wir Vers 43. 5. Buch Mose Kapitel 32 und Vers 43. Preiset ihr Heiden sein Volk, denn er wird das Blut seiner Knechte rächen und wird an seinen Feinden Rache nehmen und entsühnen das Land seines Volkes oder wiederum und Versöhnung schaffen für das Land seines Volkes. Ein Prinzip, das auch heute noch Gültigkeit hat. Der Sünder, derjenige, der jetzt vom Menschlichen her gesehen ein Verbrecher ist, der muss seine Strafe bezahlen. Und Gott sagt, man soll die Person nicht ansehen vor Gericht. Wir sehen auch, dass später einer der wenigen gerechten Könige des Hauses Juda erkannte, dass das Volk gegen Gott gesündigt hatte. Und er war jetzt bemüht, eine solche Entsühnung herbeizuführen, eine solche Versöhnung mit Gott wiederherzustellen. Lesen wir dies im 2. Buch Chronik. 2. Buch Chronik, Kapitel 29 und in Vers 24. Zweiten Buch Chronik, Kapitel 29 und Vers 24. Und die Priester schlachteten sie, diese Sündopfer, und taten ihr Blut zur Entsündigung an den Altar, um Sühne zu schaffen für ganz Israel. Auch hier geht es wiederum um die Sühneschaffung für das Volk. Denn der König hatte befohlen, Brandopfer und Sündopfer darzubringen für ganz Israel. Auch hier heißt es wieder im Hebräischen, im Englischen, um Versöhnung zu schaffen für ganz Israel. Und dann lesen wir auch in Kapitel 30, die Verse 17 bis 20. Es ging hier wieder um eine rituelle Vorschrift. Damals konnte das Passa nur gehalten werden von denen, die rituell rein waren. In diesem Fall war diese rituelle Reinigung nicht erfolgt. Aber Hesekia, der erkannte, dieser König, der erkannte schon, dass es darum eigentlich Gott gar nicht ging. Und so lesen wir hier in Vers 17, es waren viele in der Gemeinde, die sich nicht geheiligt hatten, jetzt rituell gesehen. Darum schlachteten die Leviten das Passa für alle, die nicht rein waren, dass sie dem Herrn geheiligt würden. Es heißt dann hier in Vers 18, denn eine Menge Volk, vor allem von Ephraim, Manasse, Issachar, Sebulon, hatte sich nicht gereinigt und aß das Passa nicht so, wie geschrieben steht. Doch Hiskia betete für sie, das ist jetzt Hiskia, ein anderer, und sprach, der Herr, der gütig ist, wolle gnädig sein. Oder wie das im Englischen heißt, wie das im Hebräischen heißt, der Herr schaffe Versöhnung. Und so lesen wir hier, er wolle gnädig sein allen, Vers 19, die ihr Herz darauf richten, Gott zu suchen, den Herrn, den Gott ihrer Väter, auch wenn sie nicht für
die für das Heiligtum nötige Reinheit haben. Und der Herr erhörte Hiskia und vergab dem Volk. Also hier geht es auch wieder darum, dass eine Versöhnung stattfinden sollte durch in diesem Falle das Erbringen von Opfern. Und diese Versöhnung war eine physische Versöhnung, die nicht dazu führte, wie wir noch sehen werden, dass das Volk von Gott bestraft werden würde, rein physisch. Aber das Alte Testament sagt uns auch bereits so, und natürlich wird uns das Neue Testament dies noch weitaus näher zeigen, dass diese Tieropfer in keinster Weise in der Lage waren, die Versöhnung mit Gott herzustellen, die die Sünde, die geistliche Sünde, vergibt. Das war nie die Funktion der Tieropfer. Da musste ein anderer Weg geschaffen werden. Und die Menschen warteten auf diesen Weg. Und David zum Beispiel erkannte bereits diesen Weg und konnte bereits diesen Weg akzeptieren, obwohl das, was noch geschehen würde, noch nicht geschehen war. Aber schauen Sie, Gott sieht bereits schon auf Dinge, die in der Zukunft geschehen werden, in der Weise an, dass sie bereits schon geschehen sind. Und wir blicken heute zurück auf das, was bereits geschehen ist. Schauen wir uns Psalm 65 an. Psalm 65 und Vers 3 und Vers 4. Psalm 65, die Verse 3 und 4. Du erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir. Unsere Missetat drückt uns hart, du wollest unsere Sünde vergeben. Jetzt geht es um Vergebung. Aber auch hier sagt die hebräische Bibel, die englische Bibel, du wollest Versöhnung schaffen für uns. Aber welche Versöhnung meint David hier? Die Versöhnung durch Opfer. Nun, Gott hat David inspiriert zu sagen, das Brandopfer und Schlachtopfer willst du gar nicht. Darum ging es nicht. Du willst ein gebrochenes Herz haben. Wir können uns ja alle an diese Stelle erinnern im Alten Testament in den Psalmen. Und so lesen wir auch im Psalm 79, auch im Buch Jeremia heißt es ja, dass Gott sagt, als er die Israeliten aus Ägypten führt, da hat er denen noch gar nichts von Brandopfern und Schlachtopfern gesagt. Das war nicht der ursprüngliche Weg. Der geschah, weil die Israeliten sündigten, wie wir das gesehen hatten, durch das goldene Kalb zum Beispiel. Psalm 79 und Vers 9 lesen wir, Psalm 79 und Vers 9, hilf uns Gott, unser Helfer, um deines Namens Ehre willen. Errette uns und vergib uns unsere Sünden, um deines Namens willen. Aber auch hier heißt es im Hebräischen, gib uns Versöhnung für unsere Sünden. Und auch in dem Buch der Sprüche, Sprüche 16 und in Vers 6, Sprüche 16 und Vers 6, da wird uns gesagt, wie man eine solche Versöhnung erlangen kann. Durch Güte und Treue wird Missetat gesühnt. Also nicht durch das Erbringen von Schlachtopfern, durch Güte und Treue wird Missetat gesühnt. Und durch die Furcht des Herrn meidet man das Böse. Es ging auch damals nicht bereits darum, dass man fortgesetzt sündigen konnte und dann hat man Opfer erbracht und dann war alles wieder gut. Es ging darum, dass man zunächst einmal überhaupt gar nicht in diese Lage kam. Man sollte das Gute meiden, sodass man erst gar nicht sündigte. Auch hier wiederum heißt es im Englischen, dass Gott Versöhnung für Missetat und so weiter bringen wird oder bringen soll. Nun, wie wurde das geschehen? Offensichtlich nicht durch Tieropfer. Im Buch Daniel wird bereits schon darauf hingedeutet, unter anderem, es gibt andere Stellen auch im Alten Testament, aber ich möchte hier Daniel Kapitel 9 aufschlagen. Daniel Kapitel 9 und Vers 24. Daniel Kapitel 9 und Vers 24. 70 Wochen sind verhängt über dein Volk und über deine heilige Stadt, sagt der Engel hier dem Daniel. Dann wird dem Frevel ein Ende gemacht und die Sünde abgetan und die Schuld gesühnt. Und es wird ewige Gerechtigkeit gebracht und Gesicht und Weissagung erfüllt und das Allerheiligste gesalbt werden.
Der Engel spricht hier die erste Ankunft, das erste Kommen Jesu Christi an. Wenn er sterben würde und durch seinen Tod würde die Sünde abgetan und die Schuld gesühnt. Auch hier heißt es wieder, würde Versöhnung erbracht werden. Das ist nur eine Andeutung dessen, was dann in der Tat geschehen würde. Aber bevor ich darauf jetzt eingehe, ist es eher wichtig, auch zu verstehen, was das Opfersystem des Alten Testamentes beinhaltete. Schauen Sie, kein Opfer konnte erbracht werden für rebellische Sünde. Kein Opfer konnte erbracht werden, wenn man sich bewusst weigerte zu bereuen. Die Sünden, um die es ging, waren erst einmal Sünden, die man durch Nachlässigkeit erbrachte, aber auch dann vorsätzlich, wenn es allerdings keine Rebellion zum Inhalt hatte. Wenn es um Rebellion ging, und das ist eine Hinweisung auf die unvergebbare Sünde, das ist nämlich die Sünde, wenn man nicht bereuen will, und weil man eben nicht bereuen will, dann kann man auch nicht bereuen. Aber die wird normalerweise nur dann von jemandem begangen, der bereits den Heiligen Geist hat, der, wie der Apostel Paulus sagt, die Kräfte der zukünftigen Welt bereits geschmeckt hat. Wer dann abfällt, für den gibt es keine Versöhnung mehr. Deswegen sehe ich es immer sehr wichtig an, dass bevor sich jemand auf richtige Weise taufen lässt, dass diese Person versteht, worum es hier geht. Es ist eine Verpflichtung, die man eingeht, die das ganze Leben lang halten muss. Da gibt es mehr keinen Weg mehr zurück. Christus sagt ja, wenn man begonnen hat, den Weg des Reiches einzuschlagen, dann kann man nicht wieder davon zurückkehren. Er sagt ja auch, man soll die Kosten überschlagen, um zu sehen, ob man auch wirklich genug hat, um es durchzuführen. Wenn man nämlich dann rebelliert, dann hat man sogar seine Gelegenheit für das ewige Heil verscherzt. Und so lesen wir im Buch Jesaja Kapitel 22. Jesaja Kapitel 22 und Vers 14. Jesaja Kapitel 22 und Vers 14. Aber meinen Ohren ist vom Herrn Zebaoth offenbart. Wahrlich, diese Missetat soll euch nicht vergeben werden, bis ihr sterbt, spricht Gott, der Herr Zebaoth. Nun, das war damals in physischer Hinsicht der Fall. Das Prinzip ist aber deutlich, es waren Menschen hier, die absolut nicht willens waren zu bereuen, die absolut willens waren, in ihrer Rebellion zu verharren. Und selbst da gab es noch nicht einmal eine physische Versöhnung. Auch hier heißt es nämlich im Hebräischen, dass keine Versöhnung erbracht werden würde für diese, die diese Missetat begangen hatten. Auch im Buch Jeremia, in Kapitel 18, Jeremia Kapitel 18 und Vers 23, Jeremia Kapitel 18 und Vers 23, wo wir lesen: Aber du, Herr, kennst alle ihre Anschläge gegen mich, dass sie mich töten wollen. So vergib ihnen ihre Missetat nicht und tilge ihre Sünde nicht aus vor dir. Lass sie vor dir zu Fall kommen und handle an ihnen zur Zeit deines Zorns. Schauen Sie, auch hier geht es darum, wie das Hebräische sagt, verschaffe denen keine Versöhnung. Nun, das war keine niederträchtige Einstellung von Jeremia, aber Jeremia sah hier, diese Menschen hatten keinerlei Reue. Die wollten nach wie vor in ihrer Sünde beharren, in ihrer Rebellion, in ihrer Auflehnung gegen Gott. Und Jeremia verstand, dass Gott in einer solchen Situation keine Vergebung, keine Versöhnung herbeibringen kann. Denn Vergebung erfordert Reue. Gott vergibt ihnen nicht, es sei denn, sie bereuen. Und diese Menschen wollten nicht bereuen. Aber Gott hat auch den Israeliten bereits deutlich gemacht, dass in der Zukunft für ihre Sünden Versöhnung geschaffen werden würde. Und so lesen wir im Buch Hesekiel, in Kapitel 16. Und jetzt spreche ich von der richtigen Versöhnung. Diese Tieropfer und das, was im Alten Testament beschrieben wird, das sind ja nur Vorläufer dessen, was kommen sollte. In Hesekiel Kapitel 16, die Verse 62 und 63. Ich will meinen Bund mit dir aufrichten. Jetzt spricht er von dem neuen Bund.
Nun, der neue Bund hat für uns heute, die wir Christen sind, bereits in dem Maße Wirksamkeit, dass wir bereits unter den Bedingungen des neuen Bundes leben. Christus hat ja gesagt, als er das Passa mit den Jüngern teilte, das letzte Passa, als er die Symbole in Blut oder von Blut und Fleisch in Wein und Brot verwandelte. Es geht ja nicht darum, dass jetzt das Blut Christi buchstäblich, oder vielmehr der Wein buchstäblich sich ins Blut verwandelt. Das waren lediglich Symbole. Aber da hatte er gesagt, das ist das Blut des neuen Bundes, das für euch vergossen wird. Nun, der neue Bund wird abschließend dadurch zustande kommen, ratifiziert werden, wenn wir Geistwesen sind. Aber wir leben heute bereits schon als gezeugte, von Geist gezeugte Christen unter den Bedingungen des neuen Bundes. Und Gott wird dies genau mit allen anderen tun, wenn er zurückkommt auf diese Erde, um dann das Heil allen anzubieten. Und so sagt er jetzt, ich will meinen Bund mit dir aufrichten, sodass du erfahren sollst, dass ich der Herr bin, damit du daran denkst und dich schämst und vor Scham deinen Mund nicht mehr aufzutun wagst, wenn ich dir alles vergeben werde, was du getan hast, spricht Gott, der Herr. Aber auch hier heißt es im Hebräischen und im Englischen, ich werde Versöhnung für dich schaffen, für alle deine Sünden. Man kann auch übersetzen, ich werde alles vergeben, wenn ich dir Sühnung gewähre. Aber wie ich sagte, die kann nur kommen, wenn man seine Sünden bereut, wenn man sich abwendet von der Sünde. Aber das hatte Gott bereits schon prophezeit, dass dies im Millennium geschehen würde. Nun, wir lesen auch, dass sogar im Millennium noch einmal, ich nehme an für eine kurze Zeit, Tieropfer erbracht werden, um Versöhnung zu bewirken. Sie können das in Ezekiel Kapitel 45 nachlesen, in Vers 15, in Vers 17. Nun, auch da geht es wieder darum, dass die Menschen scheinbar zunächst einmal auf den Weg hin zur wahren Versöhnung geführt werden müssen. Und diese Tieropfer, die werden diesen Menschen zunächst einmal zeigen, was für ein Opfer notwendig war, um die wahre Versöhnung herbeizuführen. Denn auch diese Tieropfer im Millennium werden nicht die wahre Versöhnung herbeiführen, das werden wiederum nur Vorläufer sein. Schauen Sie, die wahre Versöhnung, von der ich hier spreche, kann nur allein durch das Opfer Jesu Christi erfolgen. Die Tieropfer hatten niemals die Funktion, Sünde zu vergeben, in dem Sinne, wie Gott die Vergebung der Sünde beansprucht, erfordert. Schauen wir uns kurz einmal Hebräer Kapitel 10 an im Neuen Testament. Nun, die Juden zum Beispiel, viele der Juden lehnen heute das Neue Testament ab und begreifen von daher natürlich auch nicht, was die Tieropfer im Alten Testament bedeuteten. Und da sie Jesus Christus ablehnen, lehnen sie damit auch natürlich den einzigen Weg zum Heil ab. Aber in Hebräer Kapitel 10 lesen wir die Verse 1 bis 4. Denn das Gesetz hat nur einen Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht das Wesen der Güter selbst. Von welchem Gesetz ist hier die Rede? Noch da gibt es große Konfusion in der christlichen, sogenannten christlichen Kirche. Wenn die das Wort Gesetz lesen, meinen die, es bezöge sich immer auf das gleiche Gesetz. Es ist ein großer Irrtum. Als Rechtsanwalt kann ich Ihnen sagen, dass das Wort Gesetz auch sogar im menschlichen Bereich eine weit umspannende Funktion haben kann. Sie können von dem Gesetz des Straßenverkehrs sprechen, dem Straßenverkehrsgesetz. Sie können von dem Strafgesetz sprechen. Sie können von dem bürgerlichen Gesetz sprechen. Sie können von allen möglichen Gesetzen sprechen. Sie sagen dann Gesetz, aber Sie müssen natürlich verstehen, um welchen Zusammenhang es geht. Genau auch hier. Es geht hier ganz eindeutig um das Ritualgesetz, das mit den 10 Geboten zum Beispiel überhaupt nichts zu tun hatte. So lesen wir hier in Kapitel 10 und Vers 1, denn das Gesetz hat nur einen Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht das Wesen der Güter selbst, deshalb kann es die, die opfern, schauen Sie, nicht für immer vollkommen machen, da man alle Jahre die gleichen Opfer bringen muss. Hätten nicht sonst das Opfer aufgehört, wenn die, die den Gottesdienst ausrichten, ein für allemal rein geworden wären und sich kein Gewissen mehr gemacht hätten über ihre Sünden? Vielmehr geschieht dadurch, durch das Opfern, dieses Opfergesetz, alle Jahre nur eine Erinnerung an die Sünden. Nicht eine Ausmerzung. Es ging darum, dass man sich daran erinnerte. Man hat gesündigt, jetzt muss man irgendetwas tun, um den Zorn Gottes von sich abzuwenden. Physisch. Es ging damals um die physische Versöhnung. Weiter heißt es in Vers 4, es ist unmöglich,
dass das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen. Schauen Sie, das Blut von Stieren und Böcken war nicht dazu da, um Sünden wegzunehmen. Das kann nur durch das Blut Jesu Christi geschehen. Und so lesen wir auch in Kapitel 9 im gleichen Buch, Hebräer Kapitel 9, die Verse 9 und 10. Der ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit. Es werden da Gaben und Opfer dargebracht, die nicht im Gewissen vollkommen machen können den, der den Gottesdienst ausrichtet. Dies sind nur äußerliche Satzungen über Speise und Trank und verschiedene Waschungen. Alles diese Rituale, die damals erbracht werden mussten, die also hingedeutet haben auf das wahre Opfer Christi. Es sind alles dies nur äußerliche Satzungen, die bis zu der Zeit einer besseren Ordnung auferlegt sind. Diese bessere Ordnung kam, als Jesus Christus kam, für uns zu sterben. Da wurde das Opfergesetz als nicht mehr bindend erklärt durch seinen Tod. Schauen wir uns auch Galater Kapitel 3 an. Eine Stelle, die immer wieder zu Missverständnissen Anlass gibt. Jemand schrieb mir letztlich, dass man heute das Gesetz nicht mehr zu halten braucht. Man tut es noch im geistlichen Sinne. Man braucht zum Beispiel den Sabbat nicht mehr buchstäblich zu halten. Man hält ihn im geistlichen Sinne. Nun frage ich mich, wie kann das möglich sein? Wie halten Sie den Sabbat im geistlichen Sinne, wenn Sie ihn nicht buchstäblich halten? Wie begehen Sie keinen Mord, wenn Sie jemanden zwar buchstäblich töten, aber ihn nicht hassen? Schauen Sie, das ist ja total widersinnig. Aber der Galaterbrief wird immer zur Rechtfertigung für solche irrsinnige Ideen vorgetragen. Nun, der Galaterbrief hat mit dem Gesetz der 10 Gebote gar nichts zu tun. Schauen wir uns einmal an in Galater 3 und Vers 19, was hier gesagt wird. Galater 3 und Vers 19. Was soll denn das Gesetz? Welches Gesetz ist gemeint? Das Gesetz der 10 Gebote? Schauen Sie, es heißt, Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Jakobus macht klar, dass wenn man eines der 10 Gebote übertritt, man am ganzen Gesetz schuldig geworden ist. Und es heißt auch, dass der Sünde sollt, der Tod ist. Aber das ewige Leben ist eine Gabe Gottes. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Wenn Sie sündigen, haben Sie sich den Tod verdient. Den ewigen Tod. Es geht hier nicht um das Gesetz der 10 Gebote, denn schauen Sie, was hier gesagt wird. Was soll denn das Gesetz? Es ist hinzugekommen um der Sünde willen. Um der Sünde willen. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Wenn dieses Gesetz hinzugekommen ist, muss es sich um ein anderes Gesetz handeln, als das, was die Sünde bewirkt hat, weil man es übertreten hatte. Was soll das Gesetz? Es ist hinzugekommen um der Sünde willen, bis der Nachkomme da sei, dem die Verheißung gilt. Und zwar ist es dieses Gesetz von Engeln verordnet durch die Hand eines Mittlers. Schauen Sie, es geht hier um das Opfergesetz, das Ritualgesetz. Die 10 Gebote waren, wie Sie wissen, von Gott direkt verkündet worden, dem Volk. Und so lesen wir in Vers 24. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Also hier sehen wir, dass das Gesetz, das hinzugefügt wurde, dieses Ritualgesetz, nur Gültigkeit hatte, bis Christus kam, bis Christus für uns starb, sodass wir jetzt den Glauben an Christus, an sein Opfer haben können und wenn der Heilige Geist in uns ist, den Glauben Christi in uns haben können. So bedarf es also des Opfergesetzes keineswegs mehr. Aber was war dann der Sinn des Opfergesetzes? Was war dann der Sinn dieser Versöhnung, dieser Vergebung im Alten Testament? Nun, einige Kommentare haben dies sehr schön beschrieben. Zum Beispiel, es gibt natürlich Verstehen, um welchen Zusammenhang es geht. Genau auch hier, es geht hier ganz eindeutig um das Ritualgesetz, das mit den 10 Geboten zum Beispiel überhaupt nichts zu tun hatte. So lesen wir hier in Kapitel 10 und Vers 1, denn das Gesetz hat nur einen Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht das Wesen der Güter selbst, deshalb kann es die, die opfern, schauen Sie, nicht für immer vollkommen machen, da man alle Jahre die gleichen Opfer bringen muss. Hätten nicht sonst das Opfer aufgehört, wenn die, die den Gottesdienst ausrichten, ein für allemal rein geworden wären und sich kein Gewissen mehr gemacht hätten über ihre Sünden? Vielmehr geschieht dadurch, durch das Opfern, dieses Opfergesetz, alle Jahre nur eine Erinnerung an die Sünden. Nicht eine Ausmerzung. Es ging darum, dass man sich daran erinnerte. Man hat gesündigt, jetzt muss man irgendetwas tun, um den Zorn Gottes von sich abzuwenden. Physisch. Es ging damals um die physische Versöhnung. Weiter heißt es in Vers 4, es ist unmöglich,
dass das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen. Schauen Sie, das Blut von Stieren und Böcken war nicht dazu da, um Sünden wegzunehmen. Das kann nur durch das Blut Jesu Christi geschehen. Und so lesen wir auch in Kapitel 9 im gleichen Buch, Hebräer Kapitel 9, die Verse 9 und 10. Der ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit. Es werden da Gaben und Opfer dargebracht, die nicht im Gewissen vollkommen machen können den, der den Gottesdienst ausrichtet. Dies sind nur äußerliche Satzungen über Speise und Trank und verschiedene Waschungen. Alles diese Rituale, die damals erbracht werden mussten, die also hingedeutet haben auf das wahre Opfer Christi. Es sind alles dies nur äußerliche Satzungen, die bis zu der Zeit einer besseren Ordnung auferlegt sind. Diese bessere Ordnung kam, als Jesus Christus kam, für uns zu sterben. Da wurde das Opfergesetz als nicht mehr bindend erklärt durch seinen Tod. Schauen wir uns auch Galater Kapitel 3 an. Eine Stelle, die immer wieder zu Missverständnissen Anlass gibt. Jemand schrieb mir letztlich, dass man heute das Gesetz nicht mehr zu halten braucht. Man tut es noch im geistlichen Sinne. Man braucht zum Beispiel den Sabbat nicht mehr buchstäblich zu halten. Man hält ihn im geistlichen Sinne. Nun frage ich mich, wie kann das möglich sein? Wie halten Sie den Sabbat im geistlichen Sinne, wenn Sie ihn nicht buchstäblich halten? Wie begehen Sie keinen Mord, wenn Sie jemanden zwar buchstäblich töten, aber ihn nicht hassen? Schauen Sie, das ist ja total widersinnig. Aber der Galaterbrief wird immer zur Rechtfertigung für solche irrsinnige Ideen vorgetragen. Nun, der Galaterbrief hat mit dem Gesetz der 10 Gebote gar nichts zu tun. Schauen wir uns einmal an in Galater 3 und Vers 19, was hier gesagt wird. Galater 3 und Vers 19. Was soll denn das Gesetz? Welches Gesetz ist gemeint? Das Gesetz der 10 Gebote? Schauen Sie, es heißt, Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Jakobus macht klar, dass wenn man eines der 10 Gebote übertritt, man am ganzen Gesetz schuldig geworden ist. Und es heißt auch, dass der Sünde sollt, der Tod ist. Aber das ewige Leben ist eine Gabe Gottes. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Wenn Sie sündigen, haben Sie sich den Tod verdient. Den ewigen Tod. Es geht hier nicht um das Gesetz der 10 Gebote, denn schauen Sie, was hier gesagt wird. Was soll denn das Gesetz? Es ist hinzugekommen um der Sünde willen. Um der Sünde willen. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Wenn dieses Gesetz hinzugekommen ist, muss es sich um ein anderes Gesetz handeln, als das, was die Sünde bewirkt hat, weil man es übertreten hatte. Was soll das Gesetz? Es ist hinzugekommen um der Sünde willen, bis der Nachkomme da sei, dem die Verheißung gilt. Und zwar ist es, dieses Gesetz, von Engeln verordnet durch die Hand eines Mittlers. Schauen Sie, es geht hier um das Opfergesetz, das Ritualgesetz. Die 10 Gebote waren, wie Sie wissen, von Gott direkt verkündet worden, dem Volk. Und so lesen wir in Vers 24. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Also hier sehen wir, dass das Gesetz, das hinzugefügt wurde, dieses Ritualgesetz, nur Gültigkeit hatte, bis Christus kam, bis Christus für uns starb, sodass wir jetzt den Glauben an Christus, an sein Opfer haben können und wenn der Heilige Geist in uns ist, den Glauben Christi in uns haben können. So bedarf es also des Opfergesetzes keineswegs mehr. Aber was war dann der Sinn des Opfergesetzes? Was war dann der Sinn dieser Versöhnung? Dieser Vergebung im Alten Testament. Nun, einige Kommentare haben dies sehr schön beschrieben. Zum Beispiel gibt es einen Kommentar von Gill's Exposition of the Entire Bible, der sagt, es ging darum, dass man, wenn man die Opfer erbrachte für eine Sünde, die man begangen hatte, nicht mehr physisch bestraft werden würde. Man würde nicht mehr ausgeschlossen werden aus der Gemeinde Israels, weil man jetzt durch diese Opfergabe wieder einen Kontakt herstellen konnte zu Gott im physischen Sinne. Der Kommentar von Jameson, Fawcett und Brown sagt das Gleiche. Es gab hier eine formale Befreiung von physischer, säkulärer Strafe. Und das wird auch im Hebräerbrief im Kapitel 9 in den Versen 13 und 14 zum Ausdruck gebracht. Schauen wir uns dies an. Hebräer Kapitel 9, die Verse 13 und 14. Da wird uns nämlich gesagt, was die Opferfunktion war. Hebräer Kapitel 9, die Verse 13 und 14. Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh
durch Besprengung die Unreinen heiligt, sodass sie äußerlich rein sind. Wir hatten ja gesehen, die Opfer konnten keinem ein besseres Gewissen geben. Schauen Sie, es ging um eine äußerliche Reinigung, damit man nicht ausgestoßen wurde aus der Gemeinschaft des alten Israels. Aber jetzt heißt es in Vers 14, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen, von den toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott. Das war der Unterschied. Die Opfer brachten nur eine äußerliche Reinigung hervor. Keine innerliche Reinigung, die kann nur durch das Opfer Jesu Christi und unsere Annahme seines Opfers erfolgen. Es ging lediglich darum, dass die alten Israeliten befreit würden von physischer Strafe, sodass sie weiterhin in der Gemeinschaft von Israels bleiben konnten, über die damals Gott ja herrschte, sodass Gott sich nicht von der gesamten Gemeinde abwenden würde. Er sagte ja, wenn ich irgendetwas Verderbliches bei euch sehe, seht zu, dass das restauriert wird und korrigiert wird, sonst werde ich mich abwenden von euch. Darum ging es damals. Es ging nicht um eine Versöhnung in dem Sinne, dass unsere Sünden jetzt vergeben würden, in dem Sinne, wie Gott es will. Das konnte nur durch Jesus Christus geschehen. Sie kennen ja den goldenen Vers der Bibel. In Johannes Kapitel 3, die Verse 14 bis 17, wo gesagt wird, so hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an den Glauben nicht verloren würden, sondern das ewige Leben hätten. Nun, Glaube ist nicht nur ein theoretischer Glaube. Es geht nicht nur darum zu sagen, ich glaube an Christus, damit habe ich bereits das ewige Leben. Es geht um Glaubensgehorsam. Und es wird immer und immer wieder im Neuen Testament von Glaubensgehorsam gesprochen. Man muss dem gehorsam sein, was in der Bibel steht. Christus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Schauen wir uns Römer Kapitel 5 an. Römer Kapitel 5. Meine Damen und Herren, es gibt so viel Verwirrung heute in der sogenannten christlichen Welt. Alle möglichen Dinge werden vorgetragen, aber nicht das Wesentliche, nicht das, worauf es ankommt. Nicht die Tatsache, dass man an Christus und sein Opfer glauben muss, als den einzigen Weg zum Heil, dass es aber auch um Sündenvergebung geht und die wird nicht erfolgen, wenn man seine Sünde nicht bereut, wenn man sich nicht vom Falschen abwendet, das Richtige tut und wenn man dem Gesetz Gottes gehorsam ist. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes und muss dadurch abgeschafft werden, dass man Vergebung dafür erlangt, aber nicht dann weiter in der Sünde beharrt. Denken wir daran, Rebellion war auch sogar im Alten Testament niemals durch eine Opfergabe, selbst im physischen Sinne, zu entsühnen. Römer Kapitel 5 und Vers 11. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Die Versöhnung, um die es geht. Nicht um die Versöhnung des Alten Testamentes durch Opfergaben. Die kannte Paulus ja auch. Es ging jetzt um die Versöhnung, die wir durch unseren Herrn Jesus Christus empfangen haben. Nur durch ihn empfangen können. In Römer Kapitel 11 lesen wir Vers 15. Römer Kapitel 11 und Vers 15. Denn wenn ihre Verwerfung, es geht jetzt um das Israel, das sich damals Gott nicht untertan machen wollte. Paulus hat ja zunächst einmal den Juden gepredigt. Die haben das verworfen, was Paulus sagte. So sagte Paulus, nun gehe ich zu den Heiden, weil ihr das Wort des Heils nicht anerkennen wollt. Aber er sagt gleichwohl, das geschah alles im Hinblick auf das, was Gott geplant hat. Und so sagt er, wenn jetzt ihre Verwerfung, die Verwerfung des Hauses Israel, die Versöhnung der Welt ist, denn jetzt war es möglich geworden, auch der Welt, den Nicht-Israeliten, Gottes Wort zu verkünden, was wird ihre Annahme anderes sein, wiederum zurückkehrend auf das alte Haus Israel, als Leben aus den Toten. Auch hier geht es darum, dass das Haus Israel, wenn Christus zurückkommt, das ewige Leben angeboten bekommen wird. Auch sie werden die Gelegenheit haben, sich mit Gott zu versöhnen. Wie natürlich auch die gesamte Welt diese Versöhnung angeboten bekommt. Auch heute wird ja die Welt im Großen und Ganzen nicht von Gott berufen. Nur einige. Aber der Punkt, den hier Paulus ansprechen will, ist, es war nicht nur eine exklusive Versöhnung jetzt zwischen Israel und Gott, sondern es ging jetzt auch um eine Versöhnung
derjenigen, die nicht aus Israeliten waren, die Heiden, wenn sie eben von Gott berufen werden würden und sich diesem Ruf dann unterstellen würden. So lesen wir im 2. Korintherbrief, in Kapitel 5, die Verse 18 bis 20. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus. Und jetzt sagt Paulus, ein ordinierter geistlicher Gottes, der die Aufgabe dazu hatte, er hat uns das Amt gegeben. Meinen Sie nicht, weil Sie jetzt vielleicht die Wahrheit erkennen, dass Sie auf einmal jetzt dieses Amt hätten. Dieses Amt muss Ihnen von Gott verliehen werden, durch seine Quellen sozusagen. Der uns das Amt gegeben hat, das die Versöhnung predigt. Vers 19. Denn Gott war in Christus, schauen Sie, alle die Leiden, die Christus erduldet hat, als er gemartert wurde, als er verspottet wurde. Gottes Heiliger Geist war ja in Christus. Gott, der Vater, war in Christus. Gott litt mit. Wenn Sie heute durch viele Probleme gehen, denken Sie daran, Gott ist bei Ihnen, wenn er Sie beruft. Er leidet mit Ihnen. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Aber nur natürlich in dem Augenblick, wo die Welt oder diejenigen in der Welt aus dieser Welt herauskommen und die Versöhnung, das Opfer Christi anerkennen. Versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu, wenn eben Reue erfolgt. Aber Gott sieht es so, dass das Potenzial bereits vorhanden ist. Jetzt können die zu ihm kommen, wenn sie gezogen werden von ihm. Er rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Aber er spricht auch hier ganz buchstäblich die Kirche an. Da gab es nämlich Probleme. Und die bedurften wiederum der erneuten Versöhnung mit Gott. Die mussten wiederum erkennen, dass sie gesündigt hatten, dass sie bereuen müssten, dass sie diese Sünde ablehnen müssten und sich erneut wiederum in eine Position versetzen würden, dass sie mit Gott versöhnt werden können. Und das bedeutet auch für uns heute der Versöhnungstag. Selbst wenn wir Christen sind, wir müssen uns daran erinnern, dass wir immer kontinuierlich die Versöhnung mit Gott brauchen. Und die kann nur dann kommen, dass wenn wir unsere Sünden vergeben bekommen, durch unseren Glauben an das Opfer Jesu Christi, wenn wir die dann auch bereuen und ablassen davon und nicht in Rebellion verharren. Denn dann kann keine Versöhnung mit Gott erfolgen. Lesen wir Epheser Kapitel 2. Epheser Kapitel 2 und Vers 14. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat. Er spricht hier von den Juden und den Heiden. Der aus beides eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan, das Gesetz. Welches Gesetz ist hier gemeint? Einige sagen, ja, das Gesetz der 10 Gebote. Unfug! Er hat abgetan, das Gesetz, wie es heißt, mit seinen Geboten und Satzungen. Oder wie es auch übersetzt werden sollte, das Gesetz der in Satzungen bestehenden Gebote. Es geht um die physischen, rituellen Satzungen und Opfergesetze und Waschungen. Die hat er abgetan, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache und die beiden versöhne. Es sollte keine Feindschaft mehr bestehen im Leib Christi zwischen Juden und Nichtjuden. Oder, um es deutlich zu sagen, es soll heute keine Feindschaft bestehen zwischen wahren Christen, egal wo sie sind. Er hat sie zu einem neuen Menschen gebracht, er hat beide versöhnt mit Gott in einem Leib. Schauen Sie, die Kirche ist der Leib Jesu Christi. In einem Leib, durch das Kreuz, in dem er die Feindschaft tötete, durch sich selbst. Er hat durch seinen Opfertod es möglich gemacht, dass Versöhnung, die wahre Versöhnung, stattfinden könnte zwischen von Gott berufenen Menschen und Gott selbst. Lesen wir auch in Kolosser Kapitel 1, die Verse 20 bis 22. Kolosser Kapitel 1 und die Verse 20 bis 22.
In Vers 19, um den Zusammenhang zu sehen, heißt es, denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte. Es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart, in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle. Paulus spricht hier die Kirche an und er sagt, ihr wart Gottes Feinde einmal, aber durch Christi Tod hat er euch versöhnt mit Gott, wenn er diese Versöhnung auch immer weiterhin akzeptiert. Im 1. Korintherbrief oder im 1. Johannesbrief schauen wir uns Kapitel 2 an. 1. Johannes Kapitel 2 und die Verse 1 und 2. 1. Johannes Kapitel 2 und die Verse 1 und 2. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Das Thema des Versöhnungstages wird wieder angesprochen, der nicht nur sich auf uns bezieht, sondern auf die ganze Welt. Schauen Sie, wenn Christus zurückkommt, wird diese Versöhnung Gottes mit der ganzen Welt möglich gemacht werden. Sie besteht heute noch nicht. Heute muss Gott jeden Einzelnen individuell berufen. Wir sind die Erstlinge der Berufenen, wie es heißt. Aber hier spricht Johannes bereits schon davon, dass diese Versöhnung für alle Welt gelten wird, wenn die Welt das Opfer Jesu Christi anerkennt. In keinem anderen ist das Heil, als allein in Jesus Christus. Und so sagt er auch in Kapitel 4, 1. Johannes Kapitel 4 und Vers 10. Darin besteht die Liebe. Schauen Sie, Gott ist Liebe. Aber Gott ist ein strafender Gott, wenn wir gegen ihn sündigen, weil er will, dass wir die Sünde abschaffen, ablegen. Gott ist die Liebe, er wird so definiert. Und so heißt es hier, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, keiner von uns hat Gott geliebt im richtigen Sinne, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ganz deutlich, es ging nicht um die Tieropfer damals, wenn das der Fall gewesen wäre, hätte Christus nicht kommen müssen, um für uns zu sterben. Gott hat uns so geliebt, dass er seinen Sohn gab, für unsere Sünden zu sterben, die wahre Versöhnung herbeizuführen, und zwar in einem Zeitpunkt, dass wir Gottes Feinde waren. Feinde in dem Sinne, dass wir seinen eigenen Sohn getötet haben. Wir alle haben es getan. Wir alle hätten es getan, wenn wir damals gelebt hätten. Und wir tun es auch heute noch. Jedes Mal, wenn wir sündigen, verschulden wir damit den Tod Jesu Christi. Denken wir daran, wenn wir versucht sind zu sündigen, was diese Sünde beinhaltet, was das gewaltige Opfer Jesu Christi beinhaltet. Der kam, um für uns zu sterben, sodass wir Versöhnung haben können mit Gott dem Vater und Jesus Christus. Schauen wir uns auch Römer Kapitel 3 an. Römer Kapitel 3 und die Verse 25 und 26. Römer Kapitel 3 und die Verse 25 und 26. Da lesen wir, den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht den, der da ist aus dem Glauben an Jesus. Es geht um Gerechtigkeit, meine Damen und Herren. Die Gebote Gottes werden als Gerechtigkeit definiert. Wir werden dadurch gerecht, dass wir den Gerechten Jesus Christus in uns leben lassen, der uns hilft, gerecht zu werden, sein Gesetz zu halten. Und wenn wir Gottes Gesetz übertreten, sündigen, dann können wir wiederum Vergebung erlangen. Und wenn wir diese Vergebung erlangt haben, können wir wieder gerecht sein. Dann ist die Sünde aufgehoben, weggewischt, nicht mehr da, in Gottes Augen. Schauen wir uns Hebräer Kapitel 2 an. Hebräer Kapitel 2 und Vers 17.
Hebräer Kapitel 2 und Vers 17. Schauen Sie, diejenigen, die nur das Neue Testament lesen und nicht das Alte Testament, die kriegen den richtigen Zusammenhang nicht mit, was eigentlich mit dem Versöhnungstag gemeint ist. Und natürlich diejenigen, die nur das Alte Testament lesen und nicht das Neue Testament, die kriegen den Zusammenhang nicht mit, was Jesus Christus für uns getan hat, der die wahre Versöhnung darstellt. In Hebräer Kapitel 2 und in Vers 17, da heißt es: Daher musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester vor Gott zu sühnen die Sünden des Volkes. Er war derjenige, der sühnen würde durch seinen Tod. Er war sündenlos, er hat niemals gesündigt, aber unser aller Sünde wurde auf ihn gelegt. Er war das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Und so musste er derjenige werden, der die wahre Versöhnung herbeiführen könnte. Und er musste in allem gleich werden mit seinen Brüdern. Er wurde total, völlig Mensch. Er war natürlich immer noch die Persönlichkeit, die er immer gewesen war, Gott, deswegen heißt es Gott im Fleisch. Aber er wurde zu Fleisch. Er wurde ein Mensch. Er hatte natürlich den Geist Gottes des Vaters in sich von der Zeugung her. Aber er wurde in allem gleich, damit er die Sünde im Fleisch überwinden konnte, damit er sterben konnte, damit er die Versöhnung der Welt werden könnte. Lesen wir Römer Kapitel 5 und Vers 10. Römer Kapitel 5 und in Vers 10. Schauen Sie, worauf der Versöhnungstag hindeutet. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, also nicht durch Opfergaben, nicht durch das rituelle Gesetz von Waschungen und Opfern, sondern durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren. Christus ist ja bereits gestorben für uns, als wir noch gar nichts davon wussten, potenziell gesehen. Schauen Sie. Um wie viel mehr werden wir selig werden, werden wir gerettet werden, werden wir das Heil erlangen, das ewige Leben, durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Schauen Sie, die Tatsache, dass wir das Opfer Jesu Christi annehmen für die Vergebung unserer Sünden, ist ja lediglich der Beginn. Jetzt würde Christus, wenn er durch seinen Geist in uns wohnt, nach der Taufe, beginnen, sein gerechtes Leben in uns zu führen. Wir würden dadurch gerecht werden, gerecht bleiben und letztendlich ins Reich Gottes eingehen können. Was sagte Christus? Suchet aber das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Suchet das zuerst. Und dann werden euch all diese physischen Dinge, die ihr braucht, hinzugefügt werden. Ich will aber jetzt noch auf ein weiteres Thema kurz eingehen. Denn diese Predigt wäre nicht vollständig, wenn ich nicht noch einen weiteren Aspekt behandeln würde. Wir hatten bereits gesehen jetzt, wir sind versöhnt worden mit Gott durch den Tod Jesu Christi. Paulus sprach davon, dass er das Amt der Versöhnung hatte, dass er also anderen in der Kirche sagen würde, lasst euch mit Gott versöhnen. Letztendlich natürlich auch wird das Teil des Evangeliums vom Reich Gottes sein, das die Kirche Gottes heute verkündigen muss, durch seine Diener. Und Teil natürlich des Reiches Gottes ist natürlich zunächst einmal, wie man hineingelangen kann. Also die Versöhnung Jesu Christi ist natürlich ein sehr wichtiges Kapitel dieses Evangeliums, des wahren Evangeliums, des einzigen Evangeliums. Aber es geht noch mehr. Es geht noch um mehr, wenn wir von der Versöhnung sprechen. Schauen wir uns einmal 1. Korinther Kapitel 7 an. 1. Korinther Kapitel 7, die Verse 10 und 11. Dann denken wir daran, was Christus getan hat. Er hat ja aus den beiden einen neuen Menschen gemacht, wie wir gelesen haben, aus Juden und Heiden. Die Einheit in der Kirche wird angesprochen. Und jetzt lesen wir 1. Korinther 7, die Verse 10 und 11. Den Verheirateten, das sind also Leute, die in der Kirche verheiratet wurden. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass die Frau sich nicht von ihrem Manne scheiden soll. Schauen Sie, wenn sie in der Kirche verheiratet worden sind, wenn Gott der Zeuge ihrer Heirat war, dann haben sie einen Bund geschlossen mit ihrem Ehepartner und mit Gott, dass sie sich nicht scheiden lassen würden von ihrem Ehepartner, solange wie keine biblischen Gründe für die Scheidung vorliegen. Es gibt einige biblische Gründe. Wenn der Ehepartner abfällt vom Glauben, zurückkehrt in die Welt,
zu einem Ungläubigen wird, dann ist nicht mehr der Zwang vorhanden, weiter an dieser Ehe festzuhalten, die keine Ehe mehr ist. Aber Paulus spricht hier jetzt von vorübergehenden Schwierigkeiten. Er sagt, der Herr sagt, dass die Frau sich nicht von ihrem Mann scheiden soll. Vers 11, hat sie sich aber geschieden, jetzt im menschlichen Bereich, also ist durch eine Scheidung gegangen, soll sie ohne Ehe bleiben. Sie ist also nicht mehr befugt, erneut zu heiraten, weil sie in Gottes Augen nach wie vor mit ihrem Mann verheiratet ist. Oder sich mit ihrem Mann versöhnen. Also sie soll ohne Ehe bleiben oder sie mit ihrem Mann versöhnen und dass der Mann seine Frau nicht verstoßen soll. Schauen Sie, das Wort hier für Versöhnen ist das gleiche Wort, das gebraucht wird für die Versöhnung, die Christus erbracht hat durch seinen Opfertod. Das sollte uns etwas sagen. Es sollte uns sagen, dass wir die Verpflichtung haben, in der Kirche miteinander auch eine solche Versöhnung herbeizuführen, wie Gott sie herbeigeführt hat zwischen uns und ihm durch den Tod seines Sohnes. Schauen wir uns auch Matthäus Kapitel 5 an. Matthäus Kapitel 5. Denken wir daran, dass es ja heißt, wie können wir Gott lieben, wenn wir unsere Nächsten nicht lieben. Es ist einfach nicht möglich. Es ist nicht möglich. In Matthäus Kapitel 5, die Verse 23 und 24. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, oder auch andere Stellen sagen, dass du etwas gegen deinen Bruder hast. Also eine Problematik besteht zwischen zwei Geschwistern. So lass dort vor dem Altar deine Gabe und gehe zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Wiederum das gleiche Wort wird hier benutzt. Die Versöhnung, die Gott durch seinen Sohn, durch dessen Tod herbeigeführt hat zwischen ihm und uns, diese gleiche Versöhnung müssen wir herbeiführen unter uns. Wir können nicht die Versöhnung Gottes anerkennen und annehmen und sagen, jetzt sind wir von Gott, haben wir Ergebung verlangt und wir sind jetzt mit Gott versöhnt. Auf der gleichen Weise dann weiterhin Groll und Hass und Missgunst und Neid gegenüber einem Bruder oder einer Schwester in der Kirche betreiben. Schauen Sie, dann wird uns auch Gott nicht mit sich versöhnen, wenn wir so handeln. Zusammenfassend sei gesagt, dass der Versöhnungstag natürlich hauptsächlich sich auf die Welt bezieht, wenn Christus zurückkommen wird, um die Welt mit dem Vater zu versöhnen. Aber gilt auch uns, die wir daran denken sollen, dass wir nach wie vor und weiterhin die Versöhnung Gottes brauchen. Dass wir aber auch unsere Dankbarkeit dadurch zum Ausdruck bringen, Gott gegenüber, dass wir uns mit unserem Bruder oder unserer Schwester versöhnen, wenn es einer Versöhnung bedarf. Wir können nicht das eine haben, das andere ablehnen. Und wir sollen auch deshalb fasten, weil wir uns der Schwere dieser Verantwortung bewusst sein sollen. Und natürlich auch der Bedeutung des Opfers, das Jesus Christus erbracht hat, der für sie starb, als sie noch sein Feind waren. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Norbert Link, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.